Ja, guten Mittag zum Aussteigerkanal. Heute ist mega viel Wind. Ich hoffe, ihr hört mich. Mega Wind. Dafür, da war die dritte Woche vom September. Die war windlos und die war so heiß. Da hatte ich hier noch 38 Grad hier hinterm Berg. Vorne am Meer war es ein bisschen kühler, aber hier war es wirklich heiß. Ja, dieses Video geht über mein Gartenhäuschen. Ich habe mir so ein billiges Blechhäuschen gekauft. Weil ich habe natürlich viele Sachen, die ich da drin verstauen muss. Viele Sachen, die ich nicht einfach da hinten hinschmeißen kann, die keinen Regen wollen. Und man kann immer hier alles auf Paletten tun und Plastik drüber. Aber einen Sommer und dann ist das Plastik kaputt, dann muss man neues Plastik kaufen, weil die Sonne hier alles auffrisst. Deswegen, dieses Blechhaus, nenne ich das jetzt mal, muss man eigentlich auf ein Fundament stellen. Und da ich hier keinen Beton ausbringen darf auf diesem Land und schon gar kein Fundament machen darf, habe ich mir was anderes überlegt. Eine Frauenidee. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich mache also den Boden mit Kies, und also eine gerade Ebene. Und dann stelle ich diese Freunde hier drauf und tue vielleicht noch Kies rein, damit es ein bisschen schwerer werden. Und dann kommen diese Freunde oben drauf. Und in die Mitte von denen soll dann quasi die Schiene, in der man dann den Rahmen des Gartenhauses da quasi anbringt. Das ist jetzt eine Idee. Muss man das mal ausprobieren, ob das so geht, wie ich mir das vorstelle. Ja, das sind also, das Haus ist 3x3, größer ist er nicht. Und ich warte jetzt eigentlich schon die ganze Zeit auf meinen Kies. Weil ich heute Morgen habe ich schon die Blocke reingefahren, weil meine Nachbarin nicht da war und die ist jetzt immer noch nicht da und ich hoffe, der kommt bald. Und das soll also hier hin in diese Ecke. Da ist es schön schattig, also jedenfalls jetzt. Da soll es irgendwie hin und vielleicht mache ich dann noch irgendwann mal ein Vordach. Mal gucken. Und das Haus habe ich auch schon. Das habe ich hier bei Maxmart gekauft, aber das kommt natürlich aus China. Alles aus China kommt. Und jetzt muss ich noch auf meinen älteren Portugiesen warten, der mir immer ein bisschen zur Hand geht, und dann auf meine Kiesladung. Ich hoffe, die kommt bald, der hätte eigentlich schon längst da sein müssen, und dann geht's los. So, jetzt habe ich noch mal 3 Kubikmeter sind das oder 3 Tonnen, ich weiß es immer nicht. Jedenfalls irgendwas mit 3 Kies gekriegt. Britta heißt es hier. Und damit will ich halt irgendwie mein Fundament gerade machen, weil der Boden da recht hubbelig ist, so wellig, wie er halt auch hier überall ist, vom Erde umdrehen. Muss ich irgendwie ein gerades Fundament schaffen. Okay, und jetzt geht's los. Ah, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter. Und zwar haben wir jetzt schon das Fundament gemacht. Oder sind dabei. Jetzt habe ich natürlich mit meinem Frauenkopf nicht bedacht beim Ausrechnen, wie viel Blockisch ich brauche, dass ich ja das Stück verliere. Da habe ich natürlich nicht dran gedacht, weil sowas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Also verliere ich hier 20 cm. Das heißt, ich muss noch wie viel Blöcke nachkaufen? 2 oder 3? Ah, ein Scheiß, ehrlich. Meine Fresse. Ganz schön schwer, diese Steine. Also jetzt ist es hier ungleich. Das ist ja ein Geficke, Entschuldigung. Das muss man echt genau machen. Ist das, obwohl diese Kante 3 Meter ist und diese Kante 3 Meter, also 3x3, ist die untere Bahn nicht auf derselben Schiene. Guck, da fehlt was. Wie bescheuert ist das denn? Das heißt ja, die haben verschieden lange Blockisch. Das ist ja komisch. Oh, ist das alles anstrengend, Leute. Also jetzt haben wir hier endlich das ausgelotet. Das ist alles in einem rechten Winkel. 3x3. Ja. Die Schwierigkeit war jetzt, dass die 3x3 nicht von der Außenkante zur Außenkante sein mussten, sondern hier drin ist 3x3, weil da kommt die Laufschiene rein fürs Blech, fürs Haus. Und das habe ich zuerst natürlich mal wieder übersehen, aber jetzt habe ich es kapiert. Deswegen müssen wir jetzt alles nochmal neu machen. Wir machen es jetzt mit Kies voll. Sodass es eben schwerer wird, also dass sie nicht so leicht umfallen. Also ich hätte jetzt auch Zement nehmen können, aber das war mir jetzt echt zu viel Arbeit.
wie so ein scheppiges Haus. Das machen wir jetzt hier noch voll. Und dann kommt die zweite Bahn von denen und dann schauen wir mal. Also wir haben es am Ende fertig gekriegt, jetzt ist schon das Plastik drüber, ist ja wurscht, ihr wisst ja, wie es aussieht. Ich bin fix und alle, mir tut mein Rücken weh, diese Steine mit dieser Delle drin, ich kannte die vorher gar nicht, die sind richtig schwer. Boah. Und der alte Mann, der mir immer hilft, hatte Rückenprobleme, also habe ich die alle schleppen müssen. Naja, also Fundament fertig, irgendwann geht's weiter, wenn ich mal wieder Zeit habe. Also dann, tschüss.